Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Das ist schon weg. Ah, ein Lagerchen da oben. Interessant. Achso, schließen hier. Sehr weit oben. Ja, ein bisschen wäre am grauen Drachen schon fast vorbei. Am aschgrauen Drachen. Sayoka, unbekannter Standort, Krummsporn. Ja, wir haben noch ein paar Sachen zum Anlaufen. Wetterfester Comino. Vor Todeslicht. Und ja, hier irgendwo war auch... Genau, die Düsterwasserlagune, die wir noch nicht gemacht haben. Und ich glaube... Nein, nicht hier auf der Insel. Auch nicht auf der Insel. War es wirklich die südlichste? Nein. Oder die Insel hier war es, gell? Ja. Korofluss-Delta. Genau, da ist die Truhe, die wir noch haben möchten. Liegt also beides recht nah beieinander. Wir haben noch jede Menge Leute hier. Steinstampfer Rodul. Auf der Karte. Hoffentlich müssen wir die nicht alle noch Kopfgeldjägern. Feiner Kurzfell. Ohairo. Ohairo ist königliche Todesfeuergesellschaft, also grün. Dämmerungssterne gibt es auch Schiffe. Sehe ich nur leider gerade keins, weil das ist Valianische Handelsgesellschaft. Prinzipi sind blau, das ist klar. Sklavenhändler. Das sind solche hier. Krummsporns. Oh, wir gehen automatisch wieder zurück zu uns, ja. Unabhängige, das sind meistens Todesfeuerhändler, die Unabhängigen. Außer Kapitän Tennig hier. Ja gut. Ich schweife wieder zu sehr ab. Wir hatten was vor. Und zwar wollten wir Xoti rausschmeißen und Tekeo reinnehmen. Haben wir ja schon bei der letzten Aufnahmesession gemacht. Aber... Da ist ja was schief gegangen und ich stand unter Zeitdruck, weil die ich zu weit überzogen hatte. Was euch natürlich freut, weil die Folgen dadurch länger sind. Mich allerdings nicht ganz so sehr, weil ich Scheiße gebaut habe dadurch. Wasserformagilde ist geschlossen. Dann würde ich gerne in die Metallschmiede reisen. So, mal sehen, ob das Event nochmal triggert. Ja, da erkennt eine große Rauchwolke. Ja. In den höher gelegenen Gebieten von der Kataka machen schräg gehütten Gebäude mit fremdländischen Aussehen Platz für bunte offene Häuser mit reiten Holztüren, die kunstvolle Reliefs zeigen. Anstatt dich um Münze oder etwas zu essen anzubinden, versuchen die Kinder hier, dir Karten für ein Stück zu verkaufen oder die Vorteile der öffentlichen Bäder anzupreisen. Du gehst in die Ecke und stehst plötzlich mitten im Tumult. Eines der großen Häuser vor dir brennt, es steht vollständig in Flammen. Die meisten der Huaner stammen fasziniert in die Flammen. Einige wenige schreien vor Entsetzen oder laufen los, um die Feuerwehr zu holen. Das Haus untersuchen. Ja. Das Haus sieht nicht anders aus als andere Häuser im Viertel, auch wenn es vielleicht ein wenig größer als die meisten hier ist. Hellblaue Farben mit weißen Details gesprenkelt schält sich vom Mauerwerk ab, wo sie nicht bereits vom Feuer geschwärzt wurde. Die große Eingangstür ist offen und Rauch entweicht auf die Straße. Du glaubst eine standhafte Bewegung im Haus wahrzunehmen. Frische Fackeln liegen in den Traufen darüber. Anscheinend war dies das Werk von Brandstiftern, das Haus betreten. Du betrittst das Haus durch die offene Türe. Ein Alarm hältst du schützend vor dem Mund. Rauch umgibt dich, die Hitze zerrt an deiner Haut und bringt dein Haar dazu, sich zu kräuseln. Da siehst du die Leichen. Mist. Nichts sagen, ich habe mich wieder vertan.
Da habe ich mich verklickt. Das heißt, wir dürfen das Ganze nochmal machen. Manchmal sind doch dann die Klicks ein bisschen zu schnell. Oder das ist ein Anzeichen dafür, dass ich mal eine neue Maus brauche. Weil die Tasten der alten nicht mehr ganz wollen. Das heißt laden, wieder Tikeo reinnehmen und das Ganze nochmal machen. Ja, das hat uns jetzt sicherlich wieder Zwielichtspunkte eingebracht. Weil wir einfach rausgegangen sind und nichts gesagt haben. Und ich würde es gern vermeiden, zwielichtig zu sein. Sag ich ja jetzt schon, dass wir ein Viertel zwielichtig sind. Da. Ich möchte nicht unbedingt alle Reputationen haben. Eher solche wie schlau. Ja, schlau sind wir auf jeden Fall. Leidenschaftlich, wenn wir hingerissen sind. Hagrim ist auch ehrlich. Diplomatisch eigentlich nicht so sehr, aber eher rational und stoisch. Laden. Ja, es ist schon mal ein guter Anfang für die heutige Aufnahmesession, oder? Eher nicht. So, wieder Xoti raus, Tikeo rein. Perikis Aussichtspunkt, gleich nach in die Metallschmiede. Ja, große Rauchwolke. Weiter. Das Haus untersuchen. Weiter. Das Haus betreten. Dann siehst du die Leichen. Ja. Im Hauptraum liegen drei Leichen. Zwei liegen auf dem Boden und weisen Wunden von dünnen kleinen Klingen auf, die immer noch bluten. Eine dritte Leiche liegt über einem langen, niedrigen Stuhl. Ihr Körper ist von Arbusbolzen durchdrungen. Ah, nicht schön. Nach Hinweisen suchen. Fehlschlag. Hier sieht nichts ungewöhnlich aus, außer die Leichen, die ganz eindeutig nicht durch das Feuer gestorben sind. Ja. Wahrnehmung 15. Da hätten wir wahrscheinlich keinen gehabt, der so eine hohe Wahrnehmung hat. Nö. Anwesenheit von Geister, du öffnest die Sinne. Die Brandstifter verfolgen. Du rennst aus der Hintertür und deine fast verlassene Klasse. Anscheinend haben wir ja hier einen Held. Schade um dich, denn leider hat uns der Chef klare Anweisungen in Bezug auf Zeugen erteilt. Das ihresgleichen bereits im Gefolge von Direo gesehen. Grinsen sie die Schiegel ihrer Waffen. Ja. Weicht zurück, ihr Arschlöcher. Einschüchtern Fehlschlag. Ja. Einer der Schläger sieht zu dem maskierten Mann in dieser. Das Arschloch hat uns gerade Arschlöcher genannt. Ich glaube, das Arschloch hat es getan, antwortet er. Schon ein paar Löcher mehr zu benötigen, wenn du mich fragst. Die Wandstifter nähern sich. Hauen wir sie um. Ja. Für Einschüchterung bräuchte ich Idee.
Nein, der ist sehr diplomatisch. Ich bin eher der Blöffende. Tötet die Zeugen und verteilt euch. Und wie sieht meine Reputation aus? Hat sich nicht verändert, sehr schön. Ja. Gut, hauen wir sie ein bisschen um, den Pyromanen da. Au, der bolzt einfach mit Feuer durch uns durch. Sogar eine Flammenfeuer direkt hier rum. So. Alle tot? Ich hoffe, das waren jetzt alle. Certainly. Gute Keule, Kettenrüstung, guter Säbel. Ah, hat mir das jetzt Minuspunkte bei dem Prinzipi gegeben? Nö. Nicht wirklich. Scheint alles in Ordnung zu sein. Gut. Sammeln wir ein, was es an Beute gibt. Und natürlich noch den Hauptmann hier. Oh, hier ist auch noch eine Leiche. Die ist allerdings scheinbar leer. So, das heißt, wir können weiterziehen. Zum Aussichtspunkt und in die Metallschmiede, bitte. Damit wäre das jetzt mal erledigt und wir haben ein paar Bandstifter weniger auf dieser Welt. Und nur weil Direo und ich ein paar Geschäfte gemacht haben, heißt das nicht, dass ich Bandstifter eigentlich frei laufen lassen sollte. So. Du bist ein Wächter. Ich mache hier mal einen Quick Save. Yes, absolutely. Weil ich erstmal herausfinden will, was das für eine Waffe ist, die sie aus beiden zusammenspielen kann. Last time you showed your face here, you left with a swollen thumb. Das letzte Mal, als du hier aufgetaucht bist, hast du den Laden mit einem geschwollenen Daumen verlassen. Sie zieht deine Augenbraue hoch, als sie Takeo erblickt. Oh. Takara, you swing the forge hammer with such grace, I say. Akira, du schwingst den Schmiedehammer mit solcher Anmut, murmelt Takeo und streicht sich kokett die Haare zurück. A better compliment than you paid last time. I'll take it. Ein besseres Kompliment als beim letzten Mal, das nehme ich an. Sie richtet ihre Aufmerksamkeit wieder auf dich. Holler, if any of the iron or steel laying around catches your fancy. Or if you need something repaired, I'm happy to take a glance. Ruf mich einfach, wenn dich irgendetwas von dem Zeug aus Eisen oder Stahl interessiert, das hier herumliegt. Oder wenn du etwas repariert haben möchtest, schaue ich mir das gerne an. Nimm mal die Akira, beiden Scherben. When you swing this beauty, you must make sure to tell your foes that Mahiri sent you. Akira, wenn du diese Schönheit schwingst, vergiss nicht deinen Feinden auszurechnen, dass Merati dich geschickt hat. Diese nimmt einen Arm voll Scherben und deutet dir zu warten. Okay, dann gucken wir mal, was da raus. Flüstern der endlosen Pfade, eine höchst grüblerische und düstere Waffe, sage ich. Mit einem stolzen Seufzen überreicht sie dir das Großschwert. Ja, Flüstern der endlosen Pfade, der Gegenstand von deinem Lager abgelegt. Möge es zur Freundin der Tangaloa deine feinen kleinen Stücke schneiden. Das ist eine hervorragende Arbeit. To have the trust of such a fine customer. Do not hesitate to bring me another challenge, Akira.
Ich fühle mich geehrt, das Vertrauen eines seelenden Kunden zu genießen. Solltest du noch weitere Herausforderungen für mich haben, dann nur her damit, Ikeva. Sie neigt den Kopf und berührt ihre Stirn. If you need iron or steel, maybe even something lighter. I've got plenty in stock. Wenn du Eisen oder Stahl benötigst, vielleicht sogar etwas Leichteres, davon habe ich reichlich auf Lager. Leb erstmal wohl.